Und hallo und herzlich willkommen wieder zum Let's Play Classic Millennium 2.2. Ich bin der Captain und ja, ich hoffe, ich habe die Joystick-Probleme gefixt. Ich glaube nämlich, dass im Emulator ein falscher Joystick angegeben war, beziehungsweise nicht ich glaube es, sondern ich habe es garantiert gesehen. Und das ist halt sehr merkwürdig, denn da war mein anderer Joystick, den ich habe, so ein typischer nicht digitaler Joystick, wie man an einem PC halt hat, angeschlossen. Und der hat natürlich sonst irgendwelche Werte ständig übermittelt. Und damit kann so ein digitales System, wie der Amiga nun mal war, nichts mit anfangen, die halt nur links, rechts, hoch, runter kannten. Und noch Joystick-Knopf 1 und 2. Ihr seht, das Spiel lief eine Weile weiter. Ich habe jetzt wieder ein paar Minuten, oh, schon wieder eine Minute weiter. Wollen wir mal gleich wieder zurückkommen. Also, ich bin am zu erforschen von Solargenerator Nummer 9 und ich bin dabei, weitere Probes zu bauen, die ich dann in Richtung Rest Jupiter schicken will. Himalaya, Elara und Pasiphae will ich sie schicken. Und wo auch immer die jetzt sind, die Erde ist dort. Ah, und wir sind wahrscheinlich... Jupiter ist da unten, also wir sind jetzt bald am anderen Ende des Jupiters. Gut. Wir könnten aber im Prinzip eigentlich auch gleich mal schauen. Wenn die Erde da ist. Danach noch schnell Saturn. Und dann gleich mal Richtung Neptun schicken, weil die Strecke ist dann kurz. Gut, also. Asteroiden. Okay, Crater 1 hatte Asteroiden erreicht, okay. Ja, soll er mal weiter suchen, alles klar. Crater 4 hat auch die Asteroiden erreicht. Gut, ob ich das jeweils immer machen muss? Ich glaube, die suchen auch von alleine. Ah, Crater 1 hat gleich mal einen gefunden wieder, sehr schön. 40 Platin und 20 Kupfer. Na komm, das nehmen wir doch. Kurs zur Erde bzw. zum Mond. Und go. Und warum ist die Probe immer noch nicht fertig? Crater 5 hat auch einen gefunden und die Probe fertig. Gut, also Probe fertig. Noch eine Probe. So. Dann die Probe ist fertig. Wo soll die hin? Die soll zum Himalaya. Himalaya. So. Starten. Da. Das können wir mal gucken, wie weit es ist zum Saturn. Wenn ich Saturn hier eingebe, sind es 81 Tage. Wenn ich jetzt was Neptun eingebe, sind wir bei 286 Tagen, okay. Und Himalaya sind wir schon bei 61 Tagen. Also der Saturn ist inzwischen schon fast so nah wie der Jupiter. Gut, aber das machen wir jetzt so. Und irgendwer hat einen Asteroiden. Muss ich nochmal ins Log gucken. Fünfer. Der Fünfer hatten. Ja. 60 Platin, 80 Kupfer. Den Rest habe ich selber. Nehmen. Mond. Go. Jawohl. Und jetzt will ich mal genau zählen. Wie lange brauchst du denn so eine dumme Probe zu bauen? 1, 2, 3. Oh, Amalthea Orbit Achieved, du bist schon da? Das ging flott. Und landen. Sonst noch was gewesen? Nee. Drei Asteroiden, okay. Probe fertig. 4 Tage, oder? Ich glaube, 4 Tage waren es.
Und noch eine Probe. So, wo soll die denn jetzt hin? Den haben wir. Elara und Pasifae fehlen noch, genau. Elara. So, ein Fingersuchsystem bei auf der Tastatur. Tage. Ja, wir sind halt schon dort. Saturn, sind wir auch? Wir entfernen uns, glaube ich, sogar schon vom Saturn. Ja, wir entfernen uns schon davon. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns echt beeilen. Io hat auch erreicht, okay. Dann lande du auch mal. Gut. Okay, die müssen wir, die Daten müssen wir halt untersuchen, ne? Ja, das Research von MK9 ist gleich fertig. So, danach kommt MK10 und danach kommt, kann ich mal die ganzen Planeten untersuchen. So, Probe Production Complete, Solar Gen MK9, okay, geschafft und die Probe ist fertig, gut. Und eine weitere Probe. Du brauchst 3200, das kann ich jetzt momentan noch nicht. Habe ich, doch, habe ich ja. Kann ich dich sogar direkt bauen. Mal gucken, ob ich dann vielleicht sogar mit dem 7er dann direkt auf das 10er gehen kann. Das wäre gut. Die ist fertig. Habe ich die losgeschickt? Nein, habe ich nicht. Wo sollte die hin? Pasifae. 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 Starten. Tage noch. Gut. Ja, wir waren auch schon mal bei 40 Tagen, ne? Was machen die alle hier? Scannen. Hatten die irgendwas gefunden? Razor 5 hat einen gefunden. Aber der ist ohnehin schon zurück, ne? Auf dem Weg zum Mond. Ja, zurück. Genau. Ah, Razor 6 hat einen gefunden. Na also, jetzt kommen die auch mal zu Pötte. 80 Kupfer, 60 Platin. Nehmen. Und ab zum Mond. Sehr gut. Und die Probe ist auch fertig. Und wir proben weiter. Denn hier brauche ich jetzt. Jetzt kommt der Saturn. Oder gehen wir doch weiter gleich? Wir sind hier, Erde. Der Saturn ist noch in Reiche. Der kommt noch näher. Okay. Beziehungsweise da müssen wir näher dran. Der wird sich ja auch bewegen. Ja, also Saturn als erstes. Der hat aber viele Monde. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 10 Probes brauche ich. Boah, das ist wieder viel. Ja.
Genau, kannst die Probe gleich weiter produzieren. So. Saturn. So, Saturn starten. Man kann übrigens auch entsprechende Probes die ganze Zeit produzieren und dann zum sinnvollen Zeitpunkt starten. Macht aber eigentlich dann auch keinen Sinn, weil sobald sie gestartet ist, ist sie eigentlich schneller unterwegs, als wenn man wartet, bis er den optimalen Zeitpunkt hat, um einen Flug zu starten. Ne? Ich meine, das würde man heutzutage machen. Man wartet dann halt ewig lange auf der Erde, damit man einen wirklich kurzen Flug hat zu dem Himmelskörper. Aber jetzt hier bei den Unbemannten, die startet man einfach, schießt sie einfach los und dann fliegen sie. Ne? Ja, der erforscht das noch. Und Europa ist auch angekommen. So, da haben wir die zweite Analysewelle doch auch gleich fertig. So, Auto. Zack. Und damit sind im Prinzip, fehlt noch die hier noch. Das ist die nächste Welle. Alles klar. Sehr schön. 19, 30. Oh, Gracia 2 hat was gefunden. Sehr schön. Platin, Kupfer war nicht viel, aber nehmen wir trotzdem. Alles, was ihr nehmt, nehme ich mit. Und Gracia 3 hat auch was gefunden. Sehr schön. Ist doch immer besser, ne? Komm. Mitnehmen. Nein. Du musst auch noch einen Kurs setzen. Auf den Mond. Hast du ihn jetzt mitgenommen? Ja. Du bist auch gleich fertig. Gut, die nächste Probe. Was kommt nach? Saturn, Mimas. Gleich mal starten. Und wenn wir jetzt nach Mimas gehen, brauchen wir 84 Tage. Wenn wir jetzt nach Uranus gehen, 202. Pluto über ein Jahr, weil wir jetzt komplett falsch sind. Neptun 283 Tage. Man sieht schon, es geht immer weiter, ne? So, Mimas. Deswegen ist es halt auch wichtig, die frühzeitig zu erforschen. Ja. Damit man. Kolonie unter Attack. Na, und jetzt wollen wir schauen, ob der verbesserte Joystick funktioniert. Und es geht doch gleich viel besser. Jawohl, der verbesserte Joystick geht. Nochmal. Ich werde hier gut geschossen von denen. Er fliegt weg. Jawohl. Und gleich muss noch einer kommen. Upsala. Jawohl, den haben wir auch. Das war der dritte. Jawohl, geschafft. Und ihr seht, man kann eigentlich mit einem Fighter das auch alles machen, aber ein paar mehr in der Hinterhand zu haben, ist nicht schlecht. Falls man doch mal abgeschossen wird, kann man in den nächsten steigen. Jawohl, und es lohnt sich, den Joystick richtig einzustellen, denn das ist das schon deutlich einfacher. Alles klar. Was wollte ich jetzt? Produzierst. Du machst das. Sauber. Ja, haben wir jetzt schon. Und da habt ihr gesehen, es waren jetzt 3 Stück, die angegriffen haben. Moon Orbit Achieved. Jawohl. Gracia 1. Gracia 4 scannt noch. Gracia 1. Jawohl. Landen.
eine Stunde vorwärts. Und entladen. Und kannst gleich wieder auf Tour gehen. Komm. Ihr müsst schuften da. Ihr seid meine Erzabbauer quasi im Weltraum. Ihr müsst einfach schuften. 34. 30. Was ist hier als nächstes? Mimas war da. Gut. Oh, Moon Orbit Achieved, Ganymede Orbit Achieved. Alles klar, also. Ganymede, du darfst Auto landen. Zack. Und Moon, du darfst Auto landen. Dann darfst du hier gleich dich entladen. Das war gut. Jetzt habe ich insgesamt schon 280 Kupfer und 190 Platin. Lass auch gleich wieder starten. Ja, bist auch leer. Asteroiden und go. Nee, 37. Der letzte braucht besonders lange zum Probe fertig. Weitere Probes. Ja, schade, dass das nicht schneller geht mit dem Produzieren. So, wen nehmen wir denn jetzt als nächstes? Mimas hatten wir. Enceladus. Enceladus nehme ich als nächstes. Enze schreibe ich jetzt einfach nur mal. Ich weiß, was damit gemeint ist. Tage entfernt sich immer weiter. Ich muss sehen, dass ich mich beeile. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt sehe, wo der jetzt steht. Ja, gut. Gut gebaut. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Tage brauche ich, um eine Probe zu bauen. Nach Enceladus kommt jetzt Tethys. Okay, das geht. Tethys. So. Razor 4 Scanning. Die anderen sind alle am Fliegen. Tethys. Da. Schon 85 Tage. 60%. Jetzt gleich wieder den nächsten bauen. Moon Orbit Achieved. Jawohl, der nächste Grazer bringt wieder Zeug. Landen. Entladen. Na los jetzt. Und wieder starten. Asteroidengürtel, go. Gut, der ist auch wieder fertig. So, wo geht die jetzt hin? Nach Dion. Dion, Rhea, Titan, Hyperion. Ach du meine Güte, eine ganze Reihe da, ne? Dion. Und jetzt mal gucken, nach Dion brauche ich jetzt schon 86 und nach Neptun 281. Der bleibt immer noch bei 281. Das ändert sich nicht so stark, ne? Aber Reise nach Dion, bitte. Vielleicht die nächste.
Probe reinstellen. 76 bis zum letzten Solargenerator. Den brauche ich echt lange für. Gracher 2 ist im Mondorbit. Jawohl. Landen. Und hast du was Schönes mitgebracht? 10 Platin und 40 Kupfer. Na, immerhin. Und gleich wieder weiter. Ab zum Asteroiden. Ja, welche habe ich denn jetzt eigentlich richtig erkundet? Ich habe hier 1, 2, 3, 4, die darauf warten, endlich analysiert zu werden, aber ich habe sie, kann sie einfach nicht analysieren, ne? So, du bist auch gleich fertig mit der nächsten Probe, gut. Kannst du die nächste Probe in Auftrag geben? Rea als nächstes, gut. Rea. Wie gut, dass die keine Besatzung brauchen, das wäre echt übel, wenn ich die auch noch zu einer, mit einer Besatzung ausrüsten müsste. 87 Tage, ja, wird bald doppelt so lang sein, bis ich dahin fahre. Oh, kolonierender Attack, schnell Verteidigungsenergie, Felder in Energie, so, wir gehen und... Haben wir. Sehr schön. Die nächsten. Das werden immer mehr. Nächste. Wird immer ein bisschen schneller als auf einem Amiga, muss ich sagen. Der nächste. Das ist der letzte, oder? War das jetzt der letzte? Ja, das war der letzte. Alles klar. Wir haben es geschafft. Wir haben alle vier erwischt. Es werden immer mehr. Werden immer mehr. So, irgendwas hier. Der? Nee. Gracher 3 ist im Mond. Okay. Dann... Landen. Zack. Und. Ja, Katze, was gibt's wieder, hä? Bist wieder am Mikro rumfummeln, ne? Alles weg. Gut, damit habe ich jetzt 440 Kupfer, 270 davon. Sehr schön. Du darfst wieder starten. Komisch, dass der nichts findet, der eine. Gut, so, weiter geht's. Oh, Gracher 1 hat den Asteroidenorbit erreicht und, ach, das MK10 ist endlich fertig erforscht. Jawohl. Da bin ich doch mal gespannt. Braucht 4000 Kilowatt, das heißt, ich kann es bauen. 160 Alu und 90 Silizium. So. Davon fehlen mir noch zwei, davon habe ich alles. Mal gucken, Orbitallaser kann ich nicht bauen, weil ich kein Uranium habe. So. Das habe ich. Das habe ich alles. Das habe ich alles. So, dann Carrick. So, bevor ich jetzt die anderen Planeten noch erforsche, gehe ich jetzt erst nochmal auf die zwei Geräte ein, die ich da noch bauen kann, damit ich weiß, was die brauchen. Ist fast fertig. Und Gracher 3 hat es erreicht, ne? Nee, Gracher 3. Gracher 1 hat es erreicht, ne? Ja, der 1er.
Ja, dann scannen wir schön. Creature 5 hatten erreicht. Gut. Probe fertig. Weitere Probes. Was fehlt? Rhea habe ich. Titan. Hyperion und Iapetus. Und dann kommen. Was? Da muss ich mal gucken. Produktion running. Gut. Also jetzt Titan. Das muss ich ehrlich sagen, das zieht sich halt zwischendrin ganz gut. Es war wahrscheinlich nicht gedacht, dass man das dann so intensiv an einem Stück macht, sondern oh, man erforscht mal so hier und da. Schickt mal ein bisschen was los. Und nicht, man baut die ganze Zeit Probes, erforscht alles und dann im Prinzip nach vorne zu kommen. So. Wir sind im Prinzip schon lange am Saturn vorbei. Ja, gut, der kommt uns entgegen. Den Neptun. So, Neptun, Neptun, Triton und Nereid. Die drei brauche ich auch noch. So. Und klar, die im inneren Sonnensystem, die sind ganz schnell zu erreichen. Die brauche ich aber, glaube ich, gar nicht anschauen, weil was wäre denn das? So, Uranus komme ich irgendwann später hin noch. Pluto komme ich dann auch noch lang. Also nach dem dann den Neptun. Aber brauche ich auch nur drei für. Gehört der Phoebe mit zum Saturn? Ja, Phoebe auch noch. Iapetus, Titan haben wir da gerade. Ja, habe ich noch ein bisschen was zu tun. Ja, also auf geht's. Nicht losgeschickt, ja. Probe fertig, die nächste. Hyperion fehlt, ne? Ja, Hyperion. Hyperion. Passt sogar der Name. Dann flieg mal schön dahin. 90 Tage, gut. Und wieder eine Probe fertig. Du musst jetzt fliegen nach Iapetus. Iapetus. Starten. Kurs setzen. Produzieren. Welcher 6 ist im Asteroidenorbit? Alles klar. Scanning, 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 Scanning. Dann kommt jetzt noch Phoebe, ne? Was researchen wir? Achso, der Carrick. Alles klar. Carrick fertig, erprobt und die Probe fertig. Gut. Noch eine Probe. Dann die Forschung. Der Carrick. Was braucht der? Kupfer braucht der. Ja, und zwar nicht zu knapp. Okay. Gut, dann nehmen wir noch den Wave Rider als letzten und dann kann ich anfangen, die Kolonien anzuschauen. Ja, hast gemacht. Dann, wer kriegt das? Phoebe.
Der letzte vom Saturn. Phoebe. Gut. Und damit haben wir im Prinzip eigentlich dann diese ganze Ecke hier. Boah. Fertig. Dann kommt jetzt nur noch diese Ecke hier und dann am Ende dann noch die hier. Gut. Also das sollte aber jetzt gehen. Uranus, Miranda, können wir noch mal ein bisschen warten. Gucken wir mal, dass wir jetzt wirklich uns um Neptun, Triton und Nereid kümmern, weil die nämlich am ehesten jetzt noch da sind. So, wir sind da. Neptun, Triton und Nereid. Kriegen die nämlich jetzt noch Neptun, Triton und Nereid. Ah, da ist was im Orbit. Himalaya. Sehr schön. Du darfst landen. Und ja, gut, Asteroidenorbit erreicht. Kriege ich jetzt hier noch mal was? Ja, nächste Runde, nächste Probe. Du darfst jetzt nach Neptun gehen. So, Neptun, Tune, sogar auf Englisch. Und hoch mit dir. Und 280 Tage, okay. Also irgendwie hat nicht viel, aber ich glaube, wenn ich am anderen Ende der Welt gewesen wäre. Naja, gut. Triton und wie heißt der andere noch? Nereid, genau, Nereid hieß er. Jawohl. Ja, aber wie es da weitergeht, sehen wir dann im nächsten Teil. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Weltraum-Erweiterungs-Erkundungsaktion vom Captain. Bis dann!